Im Jahre 1928 macht ein neuer Zug Furore, der Rheingold. Pullmanwagen mit Sesseln und Großraumabteilen sind sein Markenzeichen. Unterwegs ist der Luxuszug zwischen den Niederlanden und der Schweiz. 1962 ließ die Deutsche Bundesbahn den Rheingold wieder aufleben. Wieder gibt es besondere Wagen und extra Lokomotiven. 1965 wird der Zug zum TEE Rheingold. Tauchen Sie mit uns ein in die glitzernde Welt der späten 20er Jahre und in der Wirtschaftswunderzeit. In vielen historischen Szenen zeigen wir Ihnen, wie es einmal war. Sehen Sie die heutigen Museumszüge, gezogen von den Baureihen E10.12 und 103. Oder begleiten Sie uns auf Jubiläumsfahrt zum 50-jährigen Bestehen des modernen Rheingolds. Der Traum Rheingold lebt in diesem Film wieder auf.